Kürzlich wurde beim Verein Bürgernetz die Ausstellung Friedensorte Münster in Kooperation mit dem Internationalen Kinderspielzeugmuseum Münster eröffnet. Mehrere Projektteilnehmende haben Fotos von verschiedenen Orten in Münster gemacht, die für sie mit Frieden zusammenhängen. Susanne Götz und Katja Angenent haben das Projekt Friedenswiki mit initiiert. Wir stehen hier vor dem Schaufenster im Versbullen in Münsters Innenstadt. Und anlässlich des Westfälischen Friedens passiert hier einiges in Münster. Hallo, würden Sie sich einmal kurz in Ihren eigenen Worten vorstellen, bitte? Mein Name ist Susanne Götz. Ich bin die Geschäftsführerin vom Verein Bürgernetz. Hier hinter uns haben wir unsere Räumlichkeiten. Ja, und mein Name ist Katja Angenent. Hallo auch von mir. Und ich arbeite für den Verein Bürgernetz. Wir sind heute hier zusammengekommen, weil eine Ausstellung eröffnet wird. Und das Ganze läuft unter dem Namen Friedenswiki. Was hat es damit auf sich? Ja, das Friedenswiki ist ein Projekt, was wir schon im letzten Jahr anlässlich des Jubiläums, was du ja gerade erwähnt hattest, aufgezogen haben. Also das ist nach der Art der großen Wikipedia, geht es einfach nur zum Friedensjubiläum, um Friedensorte, Friedensaktionen, Menschen, die sich für Frieden einsetzen in und um Münster. Ein eigenes Wiki ist also unter friedenswiki-münster.de im Netz erreichbar und möchte gefüllt werden. Was bedeutet das, möchte gefüllt werden? Wer hat es denn bisher gefüllt heute? Genau, es gibt da verschiedene Vereine und Initiativen, die sich da bereit erklärt haben, was dran zu machen. Und das ist ja das Schöne an einem Wiki, genau wie auch bei der großen Wikipedia, können das alle Menschen selber befüllen, die Lust darauf haben. Man braucht sich nur einmal anmelden. Und das hat auch ganz gut funktioniert so bisher. Und irgendwann haben Susanne und ich vom Verein Bürgernetz uns hingesetzt und gesagt, aber was uns eigentlich noch fehlt, das sind Bilder. Bilder von Friedensorten hier in Münster. Und wer hat diese Bilder gemacht und hier heute bereitgestellt? Ja, das Besondere ist, dass wir uns überlegt haben, wie kann man das kombinieren. Zum einen den Leuten, die interessiert sind, noch ein paar Tipps und Tricks beibringen, was Smartphone-Fotografie angeht. Und zum anderen Friedensorte in Münster aufsuchen und auch noch ein bisschen was darüber erfahren. Also wo überhaupt, an welchen Stellen in Münster kann man was erleben, also Friedensengagement erleben. Also wo gibt es irgendwie Zeugnisse, sei es Denkmäler, sei es auch nur Plaketten, sei es auch einfach nur Orte, die irgendwie mit dem Thema Frieden und Friedensengagement in Münster zu tun haben. Und haben dann im September an zwei Terminen so Fotowalks durch Münster durchgeführt mit dem Fotografen Volker Sander. Das war auch eine tolle Wahl, die wir da getroffen haben, weil einfach sehr viel Spaß gemacht hat mit ihm und auch alle Teilnehmenden ganz begeistert waren, was sie da so in kurzer Zeit erfahren konnten. Inwiefern sind denn Kooperationen wie zum Beispiel mit dem Internationalen Kinderspielzeugmuseum, mit dem ihr euch ja auch die Schaufenster teilt, inwiefern sind solche Kooperationen denn wichtig? Was hat denn altes Spielzeug aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg vor allem und interkulturell überhaupt mit der Ausstellung dann zu tun? Wie konntet ihr das denn verknüpfen? Das konnten wir insofern verknüpfen, weil beides natürlich mit dem Thema Frieden zu tun hat. Und wie wollen wir miteinander zusammenleben und wie wollen wir uns auch auseinandersetzen mit unserer Geschichte und mit dem, was früher passiert ist und was man vielleicht heute auch noch an der einen oder anderen Stelle bemerkt. Also überhaupt aufmerksamer sein, auch aufmerksamer durch die Stadt Münster gehen. Und da finde ich das sehr schön, dass wir jetzt auch mit dieser Ausstellung, also wir haben dann, das muss ich noch kurz ergänzen, wir haben also ein paar Fotos ausgewählt und auf Leinwand gezogen und die sind jetzt hier eben im Schaufenster am Verspol zu sehen und finden auch, dass das eine ganz hervorragende Ergänzung ist, weil es eben zu vielen Objekten auch die entsprechenden, ja, dass man da Beziehung herstellen kann zu dem, was jetzt vom Kinderspielzeugmuseum ausgestellt wird. Münster schreibt sich auch auf die Fahne, eine Friedensstadt zu sein. Diesen Frieden zu bewahren ist nicht leicht. Was müssten wir verstärkter tun? Was denkt ihr? Also ich glaube halt, dass generell sehr viel natürlich über Krieg gesprochen wird und das ist auch wichtig und richtig so, aber natürlich ist es auch wichtig, über Frieden zu reden und über das, was Frieden bewahrt und über die Orte zu reden, an denen sich Menschen getroffen haben, an denen man zusammenkommt, wo man sagt, man hat sich kennengelernt, denn dieses generelle Kennenlernen, das miteinander reden, das war ja schon 1648 beim großen Friedensschluss so, dass nur über den Dialog quasi dieser Friedensschluss überhaupt möglich war und das
kann man heute auch noch erleben im Rahmen von eben solchen Kursen, im Rahmen von Austausch der Teilnehmenden auch untereinander. Und sowas ist einfach unglaublich wichtig, dass Leute sich gegenseitig kennenlernen, dass verschiedene Kulturen, verschiedene Hintergründe einfach mal miteinander reden und dann feststellen, auch so unterschiedlich sind wir ja eigentlich gar nicht. Und es wäre doch schön, gegenseitig sich kennenzulernen, voneinander zu lernen, sich näher zu kommen und Streit oder irgendwelche Meinungsverschiedenheiten einfach erst gar nicht aufkommen zu lassen. Das Projekt verbindet also Lehrreiches mit Kreativem und stachelt die Leute dazu an, über Frieden und die damit verbundenen Orte nachzudenken und Münster vielleicht aus einer neuen Perspektive kennenzulernen. Die Ausstellung ist noch bis zum 19. November am Verspol 7-8 im Schaufenster zu sehen.